Und da ist wieder moin moin liebe Leute zu einem weiteren Teil, kleine Infos von der NF Marsh. Und zwar, ihr seht hier schon, hier steht ein Bagger rum. Es wird jetzt keine komplette Mining and Construction Map, wie ihr euch vorstellen könnt, aber auch hier habe ich mich ein bisschen mit Einbau von gewissen Geschichten auseinandergesetzt in den letzten Tagen, um auch mal zu sehen, wie kriege ich überhaupt neue Sachen ins Spiel, wie verlinke ich das Ganze, wie verzweige ich das Ganze und so weiter, wenn es auch funktioniert. Und es wird drei neue Fülltypen Stand jetzt erstmal geben, die ich jetzt soweit getestet habe, die logischerweise auch zur Karte passen und auch bisher schon immer auf der Karte waren. Wir sehen es jetzt hier über das Verkaufsmenü zum Beispiel. Erde, Kies und Sand. Ja, also zum Start wird es Erde, Kies und Sand wohl geben. Und Erde macht natürlich Sinn, denn in Nordfriesland, für den, die es nicht wissen, ist es durchaus üblich, dass einmal im Jahr oder alle 2, 3, 4, 5 Jahre, je nachdem, die Gräben ausgebaggert werden. Also dachte ich, ja, das macht definitiv Sinn. Warum sollen wir nicht auch auf der Marsch Gräben ausbaggern? Natürlich braucht ihr dafür entsprechende Mods. Die Mods findet ihr auf Verbinden Mods zum Beispiel verlinkt. Das sind dann halt die Geräte, die halt auch, also anderen und so, das ist alles Standard. Ne? Das ist, ihr braucht nur irgendwas. Ihr könnt es auch mit dem Radlader machen, ihr könnt es auch einfach sein lassen. Das soll jeder so machen, wie er möchte. Der Antrag Map-Tester bringt nichts mehr. Das Deichtor gibt es sowieso. Ein Deichtor und die Durchfahrt, ne? Blitze auf der Marsch wird es wohl erstmal nicht gehen, genauso wenig wie Ampel, genau. Besser nicht. 1000, erster Marschtester. Ja, so kann man sich nicht bewerben, wie gesagt, das ist sowieso eher teamintern, die Leute. Das wäre auf dem Server wahrscheinlich, aber mal gucken, ne, ob die servermäßig was für Fehler wirft. Und danke, danke, trotzdem für 1000 Blitze. Ne? Also, wenn man möchte, kann man sich, nachdem man ein Feld gekauft hat, aber wir wissen nur, weil sonst wird es wohl nicht funktionieren, denke ich. Und man Lust hat ein bisschen auf Baggern. Ist gar nicht mal so. Aber ich habe es jetzt einmal kurz getestet. Jetzt muss ich erstmal wieder schauen. Sieht sehr professionell aus, ich weiß. Und das ist meine Idee. Und das werde ich über... Jetzt stehe ich, glaube ich, ein bisschen blöd nah dran an den Anhänger. Ne? Na, geht noch. Tor, nicht Durchfahrt. Zug habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. War ja auch die Idee erstmal wahrscheinlich nicht. Weil es gibt den Bahnhof als normale Verkaufsstation und da jetzt noch einen Zug zu machen, weiß ich nicht. Also ihr seht nachher, auf dem Boden ist was. Ne? Ihr könnt nicht hier ohne Ende Erde graben. Ihr könnt theoretisch den Graben nennen, wenn ihr das wollt. Einmal später ausbaggern. Ist nicht ganz so einfach. Ist jetzt auch nicht ohne Ende viel drin. Man muss ja auch bedenken, das Ganze kann man tatsächlich noch gewinnbringend verkaufen. Was ist das? Ach, das ist echt gewöhnungsbedürftig hier mit dem Gerät zu lenken. Goldnuggets in die Gräben. Ja genau, ich habe eher gedacht, dass man das die Erde vielleicht noch waschen kann. So irgendwie. Aber nicht, dass man, also Goldmining habe ich erstmal nicht vor. Release ist nicht heute. Heute ist Info, wie drin steht. Sonst wird Release drinstehen. Ne? Okay, vergessen. Oh. Ja, man sollte dann auch versuchen, den Anhänger zu treffen. Auch das mag nicht ganz so einfach sein, wenn man sich... Ne, ich glaube, mit dem Bagger braucht man eine halbe Stunde, aber wenn man eine halbe Stunde damit gearbeitet hat, dann kann man das auch ganz gut. Habe ich das meiste schon weggebaggert. Man kann das natürlich unter Wasser sehen, wo was ist. Hier ist zum Beispiel, also das zieht sich eigentlich durch den ganzen Graben durch. Das sind ja die Wasserpflanzen, die schwimmen auf dem Wasser. Das ist auch ein Test, um zu sehen, wie viel kommt da jetzt eigentlich bei rum. Ne? Ich habe wieder reingekippt. Ich fahre mal ein paar Meter weiter einfach. Anders mit Baggern, wie meinst du? Die Map wird es auch ohne Gräben geben und für die, die ohne Gräben spielen, die haben diesen Spaß natürlich nicht. Ne? Wie gesagt, es ist tatsächlich so, in Nordfriesland werden die Weiche regelmäßig ausgegraben. Es sind ja auch nicht nur Bewässerungsdeiche, sondern sind ja auch... Mache ich denn den Schaltplan besten so, ne? Nee, nicht nur Bewässerung, sondern auch eine wichtige Funktion der Gräben und Nordfriesland ist auch die Entwässerung.
Aber das muss man noch ein bisschen üben. Also irgendwann, glaube ich, werden wir das bei mir ein bisschen professioneller Form sehen. Schon wieder vorbeigekippt. Jetzt brauche ich nochmal einen Radlader. Der Anhänger steht auch echt blöd, ne? So viel Zeit muss sein. Ne, die Erde ist einmal. Ich krieg's leider nicht hin zu sagen, einmal im Jahr ist das Ganze voll. Kann man nur sagen, ist auch ähnlich wie beim Siko-Spielzeug. Da haben wir das ja auch, so ein Papa und so. Jetzt sollte ich das mit dem Joypad machen und die Lenkung ähnlich einstellen. Wäre eine gute Übung. Aber ich glaube auch, wenn man tatsächlich so nach und nach, ne, ich überlege ja, das wirklich noch so gut wie in jedem Graben einmal einzuziehen. Da hat man schon mehr als genug zu tun, ne? Mehr als das. Wenn man jetzt überlegt, man macht das, man kauft sich ein Feld, bearbeitet das irgendwann, hat man mal Lust, den Graben auszubauen, dann stehe ich auch wieder zu weit weg, ne? Ja. Ich kippe einfach, so kann man natürlich auch das Feld ein bisschen dekorieren mit Erde. Ich kann es natürlich hier vom Feld auch wieder wegballern. Also ihr seht auf jeden Fall schon mal so, wie man es nicht machen sollte. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal ein bisschen mit dem Bagger im LS gearbeitet haben. Bei mir ist es ja tatsächlich Premiere. Ich hätte vielleicht aber vor ein paar Stunden üben sollen, damit ich jetzt euch hier perfektes Baggern präsentieren kann, aber das wäre ja auch ein bisschen unrealistisch. Ja. Aber es geht relativ vielleicht ein zusammen. Hier in den Rändern bleibt vielleicht ein bisschen was übrig, aber das macht ja auch nichts. Ne? Da ist von auszugehen. Stehen ja Standard Fill Types. Wobei Erde heißt nicht so wie diese Fill Type Vereinigung, die es da gibt. Was mich schon ein bisschen gewundert hat. Also auf jeden Fall ein cooler Mod, das war in Zukunft, kann man die Karten ja noch viel mehr individuell selbst gestalten. Ja, ich übe jetzt noch eine halbe Stunde oder so, dann klappt das irgendwann. Ich glaube, die erste Schraube war so ein bisschen Glück, wenn er es überhaupt getroffen hat. Aber es gibt ja einige Felder mit Gräben, je nachdem. Werde ich halt gucken, dass da ein bisschen was aufkommt. Ich glaube tatsächlich, wenn man das eine halbe Stunde gemacht hat, dann macht es auch nachher richtig Spaß, wenn man vorankommt. Dann muss man nur sehen hier, dass man eine gute Scheibe gut gefüllt kriegt. Ich glaube, man kann das sogar zweimal machen. Wieder ab. Jetzt sieht man die Schaufel ein bisschen voller. Also jetzt zieht das auch gut rein in die Schaufel, das ist tatsächlich schon mal praktisch. Eins ist so das Problem, was ist die Armlenkung, ne? Weil so ein Baggerarm hat natürlich ein paar Funktionen. Vielen Dank für den Support. Ne? Wenn man hier beschäftigt ist, liest man nicht alles mit. Danke dir für 6 Monate auf Stufe 1 Sub. Ne? Einfach mal ein halbes Jahr. Vielen Dank für den Support. Vielen Dank. Der Bagger ist laut. Ne? Ich sehe das oben. Ist voll im Gelb drin. Ne? Ich muss ein bisschen rauszoomen. Das ist vom Mod her, müsste man den wahrscheinlich ein bisschen leiser modden. Aber da wird bestimmt auch noch in nächster Zeit das eine oder andere mehr bei rumkommen. Also Bagger ein bisschen aus der Entfernung. Ja, aber das funktioniert. Machen wir nochmal einen kleinen Verkaufstest. Habe ich bisher auch noch nicht getestet. Und also bisher habe ich jetzt nur mal eine Testweise, damit habe ich mich beschäftigt. Wie kriege ich das überhaupt hin, dass es in den Gräben drin ist. Ihr seht es halt hier unten überall, so ein bisschen eine kleine Schicht drin. Und ja, da kann man leicht ein bisschen was mit verbringen. Geldtechnisch muss ich nochmal gucken, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist. Video in der Lage ist hier, müssen wir mal schauen. Also euren Kuchen dann. Alles ein bisschen laut irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht warum. Ist das Spiel mit dem Patch ein bisschen lauter geworden, kann sein. Aber den Patch drauf, da wird es liegen, ne? Weil ich finde auch der Träger war lauter als sonst, oder?
Produktion, klar. Aber nicht zu Beginn, das wird ein bisschen dauern. Aber hier sehen wir eben solche Feldeinfahrten, Stück für Stück. Straßen sind so gut wie sauber. Das ist noch der alte KI-Verkehr, der hier unterwegs ist. Natürlich für alle nochmal für den Support, ne? Support wäre hier. Danke euch. Vielen, vielen lieben Dank an alle. Ich glaube auch durch den Patch ist es durchaus lauter geworden. Hier ja auch. Das Grasfeld hier vorne ist noch ein bisschen näher rangekommen an die. Nicht mehr ganz so viel sinnloser Platz. Ja, Shelly verteilt jetzt irgendwie Büsche, Stück für Stück. Also, ne, wenn ihr irgendwie sagt, da sind zu viele Büsche, dann mal Shelly. Oder zu wenig. Aber auch ich verteile überall. Wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal Feld für Feld durch. Guck nochmal ein bisschen Deko hier, ein bisschen Deko da. Wo sind die Feldeinfahrten? Um das alles einmal abzustimmen. Dann mit den Büschen, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Der Kreisverkehr übrigens ist Tieflader geeignet. Ne? Die Frage war ja, ob man hier mit Tiefladern und so durchkommt. Ich habe es einmal getestet mit so einem LKW und diesem großen Tieflader. Ja, man kommt hier um die Kurven rum. Das geht. Also theoretisch könnten wir schon eine Rundfahrt machen, aber naja, immer noch an einigen Stellen große Baustellen sind, was Grundstücke und so angeht. Und hier sehen wir noch von Shelly wohl nicht und hat noch Blumen auf der Straße vergessen. Und für sowas ist nachher eben so eine Rundfahrt auch nochmal gut. Ne? Das machen wir wahrscheinlich in einer Woche, weil dann ist es definitiv soweit, dass man sagen kann, die Straßen alle sind gut. Feldeinfahrten überall sind gut. Ich denke, in einer Woche werden wir eine Rundfahrt machen. Hier, ne, da seht ihr, das fehlt alles noch. Die letzten Grundstücke oder auch die City. Ansonsten, es sind auch schon fertige Bereiche. Sieht schon wieder nach Heimat aus im LS22, finde auch, ne? Macht schon Laune. Also noch leiser das Spiel, sonst, wie gesagt, kommen wir wahrscheinlich auch an, wo ich dran bin. So ist es zu laut, ne? Definitiv. Also die haben definitiv das Spiel deutlich lauter gemacht, weil ich muss richtig in Minus reingehen hier. Oder ich muss halt In-Game-Sound nochmal abchecken. Aber ging das nicht wieder nur vorweg? Und gar nicht hier? Lautstärke gesamt. Kann ich euch nicht mal sagen, was ich da vorher drin hatte. Ich will wieder ein bisschen abstimmen. Moment. Wie schöner ist Frankreich? Also mir, ja, definitiv. Wie schöner ist Frankreich? Ich freue mich. Bald geht's los. Gut, also ich würde nicht Ende Quartal erst auf die Karte ziehen. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich sicher. Jo, aha. Hier steht auch noch alles Mögliche im Weg. Gut zu wissen. Lampe, Busch auf der Straße, Schild ein bisschen auf der Straße. Das wäre mir spätestens aufgefallen, wenn ich bei Feld 32 ist es jetzt, ja. Unser ehemaliges Feld 6 war das, ne? Das ist jetzt hier Feld 32. Und dementsprechend ja, an der Seite kommt noch ein bisschen Deko hin. Oder das Feld wird halt vergrößert bis zur Straße und kommt ein bisschen Deko hin. Das mache ich, wie gesagt, Feld für Feld, jetzt Stück für Stück. Und da fällt natürlich auch sowas auf, was noch rundherum irgendwie nicht so schön ist, ne? Fertig ist sie noch nicht, nein. Wird ja auch nie fertig sein. Aber wenn es Release gibt, dann ist sie zumindest spielbar. Ja, und gut brauchbar und so gut wie, ne? Qualitätsmäßig eben auf einem guten Niveau. So. Aktuelle Verkaufsstation für Erde am Hafen. Man sieht jetzt auch gleich, das bringt tatsächlich noch ein bisschen zu viel Geld, meiner Meinung nach. Erde muss noch ein bisschen vom Preis reduziert werden. Natürlich soll man einen Euro damit verdienen. Aber man will ja nicht gleich das komplette Feld bezahlt haben, dadurch, dass man den ganzen Graben leer baggert, ne? Wird angenommen. Es geht noch. »2600. Der Anhänger war jetzt aber auch nicht voll.
Die Brücke muss nicht gebaut werden, weil aktuell ich noch nicht wüsste, wie sowas gesteuert werden kann, dass Objekte so Stück für Stück erscheinen nach Fortschritt von so und so, ne? Die dann auch noch Kollisionen haben und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Hier ist eine fertige Brücke. Sieht auch ganz schick aus, fand ich. Drüben auf der Insel wird die Straße ein bisschen kleiner. Und insgesamt ist ja hier drüben noch ein Feld mehr entstanden. Das eine ist ja aufgeteilt. Mit der Deichauffahrt auf der anderen Seite hattet ihr ja gesehen. Ja, hier, das ist noch nicht fertig, wie man sieht. Also hier war ich auch noch nicht. Außer Feldweg. Also weiße Distanz ist Textur, das liegt noch an, ja, am Safe-Game wahrscheinlich. Und natürlich die Felder, also das sind bestimmt Geschichten, später werden solche Felder wieder zusammengelegt. Aber für den Start, um auch ein paar mehr kleinere Felder mal zu haben und auch vielleicht für Missionen das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, denke ich, ist das so schon mal ganz stimmig. Da ist gerade das eine Boot rum, das habe ich bisher noch nicht gesehen, das wollte ich immer schon mal sehen. Ich weiß zwar, dass ich es eingebaut habe, aber... Was ich auch noch nicht gemacht habe, ist, glaube ich, man kann noch nicht Wasser auffüllen im Wasser. Das muss ich noch mal abchecken demnächst. Der fährt quer, ist ja auch nicht so schön. Erwischt. Ja, ist eigentlich nur so ein Dekoboot, das hier einmal rundherum schwimmt, ne? Ja, die Insel ist noch nicht, also ne, das ist noch nicht fertig da, das Gutshaus, wo, ne, das Modderhaus ist noch nicht fertig. Ich habe hier gesehen, dass man theoretisch relativ leicht, aber ich habe mich noch nicht komplett damit beschäftigt. Wir haben ja hier diese neuen Felder. Und das kann man natürlich selber nachher sich gestalten. Ich denke, vielleicht lasse ich es weg, obwohl ich es schön finde teilweise. Aber das kann man natürlich jeder sich nachher selber, warte mal, gestalten. Land, habe ich noch Geld, hier Feld, was weiß ich, und ja, kann ich kaufen. Habe ich das Feld hier vorne gekauft. Und dann könnte ich natürlich über das Baumenü, haben wir ja mittlerweile einiges an Dekoration, was Zäune angeht. Und wenn man dann da lieber irgendwie, dann kann man sich hier natürlich relativ leicht tatsächlich und ziehen. Ich dachte ja zuerst, dass ich das pauschal mache, um euch zu ärgern, aber eigentlich auch für die Sicherheit, ne? Muss man ja auch sagen. Also nicht nur ärgern, sondern was, wenn die Träger hier sozusagen Richtung, dann darf ich nicht, weil das Land mir nicht gehört. Aber man kann, also und so finde ich, ist es nachher auch schick, ne? Wenn man hier komplett rundherum so einen Zaun macht und man kann das tatsächlich auch spieltechnisch so definieren, dass es da ist, wenn man es kauft. Wo man das, glaube ich, dann auch wieder verkaufen kann. Ähnlich wie halt die Deko-Windmühle. Ne? Das ist jetzt ja in der Safe-Game, ist ja dieser Zaun gelockt. Und ich muss sagen, das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, so Zäune teilweise um Felder zu ziehen, als wenn ich jetzt hingehen muss im Giants-Editor und muss ein Element für Element setzen. Ne? Das ist echt schon praktisch. Sehr praktisch, wenn sie das irgendwann auch haben. Kannst du den Zugbahn rausnehmen mit später Halt-Mod? Nee. Die Idee ist ja eigentlich auch, dass wenn ein Zug kommt, fährt der Zug ja hier längs, ne? Das wird nichts, dass der Damm hier wegkommt. Für die, die tatsächlich hier später einfach noch Platzmangel haben auf der Marsch und hier auch noch Land erstellen wollen, man kann ja theoretisch durch Auffüllen hier alles auffüllen und noch mehr Felder erstellen, einfach einen Meter höher gehen und dann kann man ja auch hier rüber transformieren wahrscheinlich. Die PDA-Karte wäre ich wahrscheinlich wie sonst auch, ich arbeite ja überwiegend mit GIMP. Und die wird dann irgendwie aus, also das ist ja noch die alte PDA, wie ihr seht, das ist noch nicht die neue, die ist noch nicht angepasst, passt ja alles noch nicht zu 100%. Das ist nachher die letzte oder mit die letzte Aufgabe, wenn alles steht, ne? Wenn alles verteilt ist, wenn die Grundstücke fertig sind und so weiter und so fort, dann geht man noch einmal rum auf über den Giants Editor, macht hier ungefähr 16 Fotos, also ne, 4x4 so ungefähr, packt diese 16 Fotos schön sauber zusammen und dann passt das hoffentlich einigermaßen hier mit der Karte. Ja, also über Items XML, also wie sagt man, die ist in der Placeable, ne? Die Zäune sind, glaube ich, über die Placeable mit drin. Ne? Ich könnte sozusagen diesen Zaun jetzt hier aus meinem Safe-Game nehmen und standardmäßig in die Karte integrieren.
Muss aber dann, glaube ich, noch definieren, wen der Zaun gehört und wenn man das Fell kauft, dass man zur Not verkaufen kann. Ne? Weil ich hatte ja die Idee, was auch wirklich schön aussehen würde. Deswegen hatte ich die Idee ja erst. Wenn man auch um solche Felder hier am Hof und so, ne, den Zaun rundherum macht. Das macht schon was her. Ich meine, so sieht es auch schon gut aus. Jetzt haben wir ein paar Büsche verteilt, ein paar Blumen, ein bisschen Deko. Aber nur mal als... Ach, das gehört mir nicht. Ich muss erstmal schnell eins verkaufen. Ja, kein Geld. So. Aber wieder diesen Zaun. Damit auch keiner so auf die Idee kommt, abzukürzen, ne? Könnte man das natürlich relativ so schön machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob da Kollisionen drin ist in diesen Giants-Zäunen. Ich zeige das jetzt erstmal nur so. Aber es ist praktisch, ne? Alleine im Giants-Editor werden wir damit Stunden beschäftigt. Und so kann man das relativ schnell machen. Keine Zäune wird auf jeden Fall geschrieben. Ich weiß gar nicht, haben die Kollisionen? Ja, die haben Kollisionen. Da kann ich nicht durchlaufen. Also schick ist es, aber ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie teuer war das, den Zaun zu setzen. Das kostet nicht viel, ne? Ich denke, also das kann wahrscheinlich jeder nachher für sich selbst ja sonst im Spiel machen. Ich werde es bestimmt im Spiel auch mal machen und mal zeigen und mich nachher nerven, dass ich es gemacht habe und den Zaun dann wieder abreißen. Aber es ist schon praktisch und da, finde ich, sieht man auch wirklich nochmal diesen Vorteil von diesem neuen System, wie schnell man einfach Zäune jetzt... Ach doch, 100? Ein Element kostet 100. Das ist ja gar nicht so Schnäppchen, ne? Wenn ich jetzt denke, ein Zaun hier, bin ich 10.000 los. Über die ganze Länge wäre ich wahrscheinlich gleich irgendwie was 100.000 los für Zaun. Das ist zu teuer. Und auch, dass er das in der Höhe anpasst, das ist schon cool, ne? Da ist ein Baum zwischen. Ja. Also machen wir dann mal einen Streamabend und von wegen Zäune auf die Marsch. Auf Grasfeldern ist eigentlich fast immer ein Zaun rum, ne? Also zumindest bei uns so. Weil da ja doch häufig auch mal, also es ist fast immer auch mal irgendwann Tiere auf dem Feld rumlaufen. Vielleicht die verbinden, ja, so. Ja, ne? Jetzt will ich nochmal gucken, die Baukosten. Das war schon viel. 55.000 habe ich jetzt für die ganzen Zäune ausgegeben, inklusive dem anderen. Das ist viel. Ja, definitiv ist Zaun schwierig. Das ist hier für diejenigen, die auf schwer spielen. Ne? Die auf schwer spielen, die eine Herausforderung wollen, die spielen mit Zaun. Die spielen auch mit Gräben. Die einfach wollen, spielen ohne Gräben und ohne Zaun. Ne? Und auf Stufe leicht. Also von daher, ich finde es schön, ja. Aber ich glaube, ich werde den überwiegenden Teil sagen, der bloß nicht. Nervt mich jetzt schon so, wenn ich das sehe, so nach dem Motto. Ich glaube schon, dass ich mir das bei einigen Feldern antun werde, in meinem eigenen Spielstand denn, weil einfach für die Optik finde ich schön. Oder auch hier im Hof rum und so, das ist, mal gucken. Ist die PDA dann auch so wie auf der Standard-Map, inwiefern? Insgesamt, also das, die müsste sich so verhalten, denke ich. Danke dir für 300 Bits, nochmal vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Danke, danke, danke. So, das eigentlich dazu. Mission, oh, guck mal. Ballen pressen. Wickle sie ein in Silageballen und bringe sie zu hier BGA Nord. Auch interessant, ne? Wollen wir eine Mission machen? Wollen wir eine Mission auf der NF Marsch machen? Dann kommen wir nachher gar nicht mehr nach Frankreich, ne? Das geht irgendwie auch nicht. Aber mein Sohn hat auch so eine Grasmission gemacht und hat angefangen auf der BGA und irgendwie... Aha, guck mal, wenn ich hier zur BGA springe, lande ich im Becken. Im Pot selber. Das ist schon mal ungünstig. Ich glaube auch, die ist noch nicht richtig definiert. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Nächstgelegene Stelle wäre hier. Ja, deswegen. Das ist, ich weiß, also ich würde jetzt nicht eine Version nachher machen, von wegen mit Zaun, ohne Zaun. Ne? Aber...
Ich guck, na, ich weiß gar nicht, wie man die Zäune reinkriegt ins Spiel. Als Objekt. Müsste dann ja eine weitere Datei geben, die man austauschen muss, wenn man Zäune haben will. Und das wäre irgendwie auch nicht so sinnig. Also das Gelände hier ist auch noch nicht so ganz fertig. Aber es lebt ja später erst, wenn man selber Hallen platziert. Auch hier bin ich am überlegen, ich glaube, ich werde tatsächlich keine vordefinierten Hallen hinsetzen und wenn halt nur die Standard irgendwie aus dem Spiel, die man dann kauft, wenn man das Land kauft oder so. Ne? Oder ansonsten muss man eben komplett selbst platzieren und selbst tätig werden und sich hier einen Hof anlegen. Bleibt mal ein bisschen flexibel auf jeden Fall. Ist da ein Trigger drin? Weil er hatte das auch versucht, hatte auch Silageballen gemacht, aber irgendwie wollte die BGA die Silageballen nicht verarbeiten in der Mission. Hat von euch schon mal in einer Mission irgendjemand was mit der Biogasanlage gemacht? Liebe Leute? Also ich sehe, ein Trigger ist definiert. Der sitzt zwar nicht hundertprozentig richtig im Pod, hängt so ein bisschen, wie ihr seht, hier knapp rechts daneben. Ihr seht es durch die orangenen Linien ist praktisch der Trigger. Die Brücke muss man nicht bauen, nee. Es wird später bestimmt andere Sachen geben. Wir sind ja auch noch, überlegt mal, wir sind eigentlich echt immer noch am Anfang vom LS22, ne? Olli sagt, ja, die hat man angenommen. Okay, also du hast eine Mission gemacht mit Silageballen und die hat hier, sind hier auch angenommen worden. Das reicht, wenn man sie sogar hier vor... gibt. Kann sein, dass die Ballen erst gern müssen. Das kann sein. Ist das auch bei Missionen so? Ich habe die ja nicht gespielt, mein Sohn hat die gespielt. Und das sind ja, glaube ich, das wahrscheinlich hier Gereste. Ich habe selber noch nicht getestet. Und Gülle, ne? Einer von beiden ist, der eine ist Gülle, der andere Gereste. Sehr gut. So. Wann kommt sie raus? Da gibt es noch kein offizielles Datum. Wenn ich der Meinung bin, dass es ja, für euch sozusagen freigegeben wird. Lettenlager, werden wir mal schauen, was man später so wieder alles bastelt. Passend denn für die Produktion logischerweise. Mal gucken, was Achim denn da hat vom Skript her, wie man das brauchen kann oder nicht. Das muss man schauen. Wie stabil, wie gut das läuft, was da sozusagen erstellt wird. Generell ist das ein Hochregallager, irgendwie, wo die Paletten optisch angezeigt werden, schon sinnig. Damit man auch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen was sieht. Müssen wir mal gucken. Ja, was eigentlich zum Marsch? Fragen, Anregungen, wie auch immer. Jetzt nochmal die Chance loszuwerden. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, sehe ich. Für die heutige Folge. Ich glaube, das, also ich habe die BGA so ein bisschen an. Was mich hier wundert, ist auch, so, das ist ja, weil ich da reingespawnt bin, ne? Wie gesagt, das ist alles ein bisschen verschoben, das werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen anpassen. Normalerweise haben die Biogasanlagen ja so einen Kauftrigger und da muss ich eh nochmal gucken, was jetzt sinniger ist, weil es gab diese Möglichkeit, einmal Land zu kaufen und damit kauft man die BGA. Oder man kauft die BGA direkt, da muss man aber Land noch kaufen, ne? Also das macht ja keinen Sinn. Beispiel hier unten. Die kostet aber, also, große, was ist der Besuchung? Hier lande ich auch ein bisschen anders. Hier ist auch schon so ein Wiegetrigger mit verbaut, das habe ich bei der anderen noch nicht. Kann ich freuen, dass nicht da ist. ...5 Millionen kaufen kann ich sehen. Hat sich da auch was mit dem Patch geändert? Weil die Biogasanlage habe ich vor dem Patch gebaut. Kann das sein? Durchaus möglich, dass es zum Veröffentlichung oder kurz danach, also zur Veröffentlichung vielleicht ein Grund und kurz danach das optimale Netz gibt. Das muss man noch mal schauen. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es da was gibt.
Leipzig, also ich bin der Meinung, entweder haben sie die BGAs überarbeitet, weil als ich das letzte Mal hier war, meinte, das liegt an dem einen Symbol, ne? Recht. Na gut, dass ihr aufpasst. Interaktionsmarkierungen. Oder die Symbole, habe ich denn noch irgendwas anderes ausgeschaltet? Oder die haben die halt echt überarbeitet, die BIOS-Anlagen, und dadurch machen die jetzt Probleme und müssen wieder neu bearbeitet werden. Jetzt sind sie doch wieder an, oder? Habt ihr doch gerade gesehen, oder nicht? Modus für Farbenblinde. Interaktionsmarkierung an. Das dauert wieder einen Augenblick. Normalerweise war hier das Kaufsymbol. Jetzt erscheint das erst beim Kauf vom Gelände. Also das hat sich durch den Patch geändert. Okay, das ist gut. Das heißt, ich kann die BGA gar nicht mehr sinnlos einzeln kaufen. Weil dann würde ich die BGA kaufen für 1,5 Millionen und dann muss ich noch das Land kaufen, weil das ist, ne, ja auch so definiert, dass wenn ich das Land kaufe, würde ich machen, wenn ich Geld hätte. Aber ich habe jetzt den Geldsheet sozusagen hier, Befehl gar nicht. Ich kann das irgendwie Geld draufpacken über die Befehle, ne, aber weiß es immer nicht. Merkt man das immer, manchmal hast du auch nicht aufgeschrieben. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Werde ich auf jeden Fall nochmal in einem weiteren Test dann gucken, dass es soweit funktioniert. Also es ist eine optimierte BGA schon von der Menge her. Da braucht die ein bisschen mehr. 1 Megawatt, 500 Watt, was auch immer. Ja, Unterschied. Geld leihen, so viel kann ich nicht leihen. Dafür brauche ich, glaube ich, mehr. Ne? Geld leihen, das ist ja, ich glaube, oder hat man mehr als 500? Tatsächlich. Kann man Geld aufnehmen, so viel man möchte, oder wie? Hat man von Anfang an so ein Kreditlimit jetzt mittlerweile? Brauche ich einfach noch ein Land verkaufen? Geht schneller wahrscheinlich. Oh, oh, passt aber genau. Ne? Wenn ich jetzt das Land kaufe... Das ist nur, weil ich gerade mir das was angezeigt habe. Kann das auch wegnehmen. Roten Linien. Jetzt habe ich auch die Symbole am Start, genau. Also 8484 geht hier rein, Produktionskosten pro Monat. Also ich habe es ehrlich gesagt die BGAs im LS22 noch gar nicht richtig getestet. Da muss ich mal gucken, ne? Ich habe die Werte ein bisschen erhöht, die sind beide identisch, Nord und Süd, kosten eben auch beide 1,5 Millionen. Soll schon ein bisschen was kosten, ein bisschen was Besonderes sein. Kann man ja scheinbar sich auch ziemlich leicht durch den Kredit hier jetzt gönnen. Das nicht mehr das Problem wohl. Na gut, dann würde ich sagen, können wir noch mal, machen wir noch mal 2-3 Folgen Frankreich. Na Marsch, war es das erstmal soweit wieder von heute. Ich danke fürs Reinschalten. Kurzer Break und gleich sehen wir uns in Frankreich wieder. Bis dann, vielen Dank und tschüss.